Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Vlog für die Dicen Krakens e.V. Es hat sich seit dem letzten Mal einiges getan und ich möchte euch da mal updaten. Für meinen Teil rede ich über den Adeptus Titanicus Demo Table bzw. Pickup Table, den ich für die Dicen Krakens in diesem Format organisiere. Und zum anderen überlege ich auch, dass ich für die nächsten Vlogs von den Gründungsmitgliedern der Dicen Krakens mir einmal ein paar Interviews besorge und dann mal darüber rede, was ist eigentlich die Idee hinter den Dicen Krakens, wo geht die Reise generell hin und was ist aktuell im Verein auch ein Thema, was zum Beispiel Spielsysteme angeht, was zum Beispiel die Problemstellung von Materialbeschaffung oder sonst was angeht. Da könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentarsektion schreiben, wenn euch das interessiert und was euch speziell an Themen interessiert. Das hier sind die Sachen für den Adeptus Titanicus Pickup Game oder Demo Table, bei deren Bau ich mich tatsächlich hier auch ein wenig verletzt habe. Also es floss nicht nur Herz, sondern auch Blut in das Ganze und großer Shoutout an die Leute, die geschenkt oder gespendet haben. Und hier namens erwähnend nochmal ganz speziell der Warlord Battle Titan hier hinten. Und die beiden Acastus Knight Porphyrion stammen von Manus Atra, von den Würfelhelden, wo ich im Club auch aktiv bin. Da riesengroßes Dankeschön für den Warlord Battle Titan. Habe ich schon mit ihm geredet, wie er dann auch dargestellt werden soll, wie er bemalt werden soll und auf welcher Seite der Häresie er sich befinden soll. Dann haben wir noch zwei Makro Gatling Blaster, beziehungsweise nein, gar nicht, die Parrot Gatling Blaster sind es, die oben auf dem Warlord draufkommen, und ein Cerastus Knight Banner von einem anonymen Spender. An dieser Stelle auch riesengroßes Dankeschön. Das ergänzt das Setup schon so, dass man sogar zwei große Fraktionen für ein Spiel dort hat, und die Modelle habe ich bis jetzt soweit gebaut und geklebt. Denn die Idee mit dem Pickup-Table ist, dass die Kids an das Regal gehen können, sagen können, okay, das und das und das Modell möchte ich spielen, und die sind fest so, wie sie sind, und man hatte quasi auch schon dabei die Idee, wie viele Punkte kosten die. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Pickup-Game, ich möchte einen Warhound Scout Titan mit zwei Vulkan-Megaboltern spielen, dann ist ganz klar, zack, der kostet flat 200 Punkte, alles supi. Und so können dann die Listen vielleicht etwas einfacher erstellt werden. Gerade auch am Anfang, wenn die Kids beim Listbuilding noch nicht so firm sind, ist es auch einfacher. Die beiden Fraktionen, die hier stehen, sind noch nicht punkteidentisch. Der Warlord Battle Titan ist noch die Ergänzung, die da eigentlich fehlt, um die Punkte gleich zu machen. Sei es drum, ne? Man kann ja theoretisch auch das ein bisschen variieren. Man muss ja nicht alle Miniaturen gleich auf den Tisch bringen. Ich stelle euch kurz vor, was wir uns hier überlegt haben. Ich habe mich nämlich mit dem Silent vom Team Titanicorn noch abgesprochen, was man auf den Tisch bringen könnte. Und wir haben hier auf der von mir aus links, von euch aus rechten Seite diese Seite, die in dieser leichten Dicen Krakens Petrol-Orange-Optik gehalten wird von den Titanen. Und bei den Knights werde ich wahrscheinlich ein ähnliches Farbschema wählen, dass das so ein bisschen zusammenpasst. Die sind eher so auf der Loyal zu Horus Seite und bestehen aus einem Ferox Demi-Maniple, was auf jeden Fall nah ran will und je näher es an den Gegner kommt, potenziell gefährlicher wird. Wir haben als Auswahlen dort einen Reaver Battle Titan hier hinten stehen. Der hat einen Gatling Blaster, viele mittelstarke Schüsse. Der hat einen Apokalypse Raketenwerfer, viele wenig starke Schüsse, die aber auf Schilde und auf eine sehr lange Reichweite gehen. Und eine Power Fist, eine Reaver Titan Power Fist, die natürlich kombiniert mit dem Boni des Ferox Manipel auf 2 Zoll richtig reinwämst. Kombiniert wird dieser Reaver mit zwei Warhound Scout Titans. Der eine hat einen Vulkan Megabolter, viele Schüsse Shield Stripping und je näher man rankommt, auch gut für gezielte Schüsse, und ein Flammenwerfer, hochpotenzielle Stärke, 3 automatische Treffer an einer zufälligen Stelle, ist natürlich auch wunderbar, wenn es im Ferox Manipel dann um 1 noch stärker wird. Der andere Warhound ist ausgerüstet mit, ich muss noch mal ganz schnell nachgucken, einer Plasma Blast Gun und einem Turbo Laser Destructor. Plasma Blast Gun, Schablonen hinlegen, schon hohe Stärke. Wenn man näher rankommt, ist es sogar noch besser und die Stärke wird noch höher, kann nicht gezielt werden. Und der Turbo Laser Destructor ist natürlich wunderbar auch auf die kurze Distanz, um gezielte Schüsse irgendwo hinzusetzen und einen Gegner dann auszuknipsen. Kombiniert mit Cerastus Knight Lancern, 2 Stück, einem Acastus Knight Porphyrion. Was soll ich zu diesen Knights sagen? Die sind halt solide. Die einen wollen ran und gehen in den Nahkampf, der andere bleibt ein bisschen hinten und schießt. Unterstützen eigentlich jedes Manipel ganz gut. Die andere Seite, die eher loyal zum Imperator Seite, besteht aus einem Venator Light Demi Maniple,
einem Cerastus Knight Lancer Banner, einem Cerastus Knight Acastus, nein, ein Acastus Knight Porphyrion, so viele Worte, und einem Warlord Battle Titan. Da ist der Gedanke, die können überall ein bisschen was machen, die können ruhig ein bisschen nach vorne gehen, die können aber auch hinten bleiben. Das ist so ein bisschen flexibler vom Spielstil gedacht. Dieses Maniple wird ja vom Maltischer Mittwoch und vom Team Titanicorn gesponsert. Deshalb werden wir hier in einer Farbgebung so ein bisschen Richtung weiß und pinkig sein, vielleicht violettig-pinkig. So ein bisschen mit Marmoreffekten, um auch dieses loyal zum Imperator Erhabene darzustellen. Und das Venator ist so ausgerüstet, dass wir einen Reaver Battle Titan haben mit einem Laserblaster, Turbolaser Destructor auf dem Dach und einer Volcano Cannon. Das Venator ist so, dass die Warhorns nach vorne rennen, Schilde vom Gegner ausmachen, berichten Schild zusammen, darf der Reaver aus diesem Manipel einmal frei schießen nach seiner normalen Schussfrequenz. Also hat er da verschiedene Waffen, um auf verschiedene Reichweiten hochpotenzierten Schadensoutput zu bringen. Und selbst wenn noch Schilde an sind, kann er mit den beiden Lasern, die er an Bord hat, immer noch Schilde knipsen. Also es ist so ein Jack-of-all-Trades-Modell, das geht ganz gut. Der darf hinten stehen, der darf aber auch ein bisschen mit nach vorne gehen. Wir haben zwei Warhound Scout Titans, einmal mit Dual Vulcan Megabolter, insgesamt 12 Schuss mit Rapid Fire, die dann auf jeden Fall auf die kurze Distanz noch besser werden und gut zum Schildeknipsen sind. Und der andere ist so ein Hybrid zwischen Vulcan Megabolter und Laser. Da haben wir wieder dieses Konzept, Vulcan Megabolter kann Schilde, der Laser kann gut verwunden, aber theoretisch auch durch seine Schildfluch oder im Englischen Shieldbane-Fähigkeit gegnerische Schilde etwas schlechter machen. Cerastus Knights und Acastus Knight, wie auch bei den Horus-Trollen, eher so dieses nach vorne, das andere bleibt ein bisschen hinten stehen, mal gucken, was man kombinieren kann, wie der Spielstil ist. Spielt man gegebenenfalls das Venator ein bisschen aggressiver, geht ins Midfield oder noch weiter nach vorne, kann man gut einen Acastus nehmen und den hinten stehen lassen. Macht man es andersrum, lässt nur die Warhounds über die Flanken schwärmen und den Reaver hinten stehen, kann man das gut mit dem Cerastus Knight Lancer kombinieren, die auch nach vorne wollen und Druck aufbauen. Und dann vom Manus Atra, und so wird diese Maschine auch heißen, gesponserten Warlord Battle Titan. Ich habe mit ihm gesprochen. Was ist das Farbschema? Wie soll die Ausrüstung sein? Auf welcher Seite soll er stehen? Es war ganz klar, er ist loyal zum Imperator. War ihm ganz klar. Dementsprechend auch so zusammengebaut, wie er zusammengebaut ist. Mit, ist noch gar nicht, ne? Aber gedanklich schon zusammengebaut mit den Panzerplatten, die eher zum Imperator gehören. Die liegen übrigens alle hier, diese ganzen Panzerplatten, die hinterher nach der Bemalung noch draufkommen. Er hat gesagt, es soll so ein bisschen grünlich-petrolfarben sein, das Schema. Und auf jeden Fall die Faust soll schwarz sein. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir haben ein petrolfarbenes, leicht Marmor-Optik. Wir haben die Faust, die er dabei hat, die ist links, plus die Schulterplatte, die er da oben drüber hat, ist in schwarz, der Kopf ist in schwarz und alle Panzerbeschläge sind in einem dunkleren Silber, damit das Ganze cool aussieht. Und die andere Waffe ist der Sun Fury Plasma Annihilator, diese große Plasmawaffe, hat eher so einen magenta-violetten Schein, damit das auch ganz cool aussieht. Und die Pair Gatling Blaster, also die gekoppelten Gatling Blaster, die oben aufkommen, waren dann noch von Anonym. Die passen dann auch ganz gut dazu, weil der will mit seinem Loadout nach vorne, der will erstmal dem Gegner richtig zeigen, wo der Hammer hängt, beziehungsweise wo die Faust herkommt, und das ist dann seine Aufgabe. Es wäre richtig, richtig geil, um das jetzt mal so ein bisschen weiter zu spinnen, wenn gegebenenfalls sich noch jemand findet oder vielleicht ein Verein findet oder ein anderer Club findet, der sagt, ey, das Ding möchte ich unterstützen, wenn wir hier auch noch einen Warlord Battle Titan aufstellen könnten mit einer eher Shooty-Variante, mit vielleicht einer Bellicosa, Raketenwerfer oben drauf und wenn denn möglich auf der anderen Seite noch eine Mori Quake Cannon, das wäre richtig geil. Wenn das Set dann fertig ist, dann jammer ich auch gar nicht mehr und dann bettle ich auch gar nicht mehr, dass ich noch Titanen für die Herrschaften bei den Dyson Krakens haben möchte. Dann haben wir nämlich alles und dann ist das eine richtig, richtig geile Nummer. Dann stehen die schön in der Vitrine und können schön einfach für Easy Pickup Games rausgenommen werden und auch für von mir genutzt werden vor Ort, wenn ich dort Demospiele bringe bei den Dyson Krakens. So, das ist das Update primär zu dem Pickup-Table
Und wenn ihr jetzt sagt, ey, das ist ein gutes Ding, die Dyson Krakens würde ich gerne auch unterstützen, könnt ihr natürlich tun. Ihr könnt in die Videobeschreibung gucken, da habe ich den Einladelink für den Dyson Krakens Discord. Da könnt ihr euch mit den Herrschaften mal in Verbindung setzen. Ich habe auch noch irgendwelche anderen Links da reingesetzt. Habe ich den Instagram-Link reingesetzt? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es sehen. Ansonsten schreibt unter dieses Video oder guckt auch gerne mal, dass ihr mich direkt anschreibt in meinem Discord über das tabletopwelt.de Forum oder wo auch immer ihr mich vielleicht herkennt, dann kann ich da auf jeden Fall einen Kontakt erstellen oder auch die Sachen annehmen und weitergeben, denn es sind noch viele Sachen offen. Zum einen haben wir natürlich noch die Sache mit Gelände. Für Titanicus ist noch gar nicht groß angegangen. Wir haben aber auch die Sache, dass gerne Geländespenden angenommen werden für andere Systeme, wie zum Beispiel Age of Sigmar, Warhammer 40k, aber auch Systeme wie Battlefleet Gothic, so Asteroiden und Sonnen, so Raumstationen, die irgendwo rumschweben. Aber wenn ihr auch sagt, ey, die Dyson Krakens, geile Sache, möchte ich unterstützen, ich würde gerne mal vorbeikommen und denen was zeigen. Sowas wie, keine Ahnung, X-Wing, Star Wars Armada, Imperial Assault, was auch immer ihr euch da vorstellen könnt, schreibt uns an, also uns im Sinne von schreibt mich direkt an oder schreibt die Dyson Krakens an und guckt mal, wo ihr euch da einbringen könnt. Ich würde mich freuen, wenn dieses, nennen wir es mal Community-Projekt, ganz, ganz groß wird. Und das ist alles, was ich für heute sagen möchte. Keine große weitere Werbung möchte ich machen für meinen Kanal. Das ist Ehrensache und in diesem Sinne würde ich sagen, danke für eure Schenkungen, für eure Spenden und wir sehen uns entweder an einem Video, was hier vorgeschlagen wird, oder natürlich im nächsten Dyson Krakens Vlog, den ich dann euch irgendwann bringen werde. Bis dahin, macht's gut und keep on Wargaming!